Ihr Lieben, heute habe ich etwas ganz Feines hier auf dem Tisch. Und warum das so ist und was diesen Rum hier so besonders macht, das klären wir nach dem Intro. Das habe ich hier für euch mal vorbereitet. Und so lange sage ich erstmal, hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven. Herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Ron Dianthus. So heißt hier mein Rum, den ich hier auf dem Tisch stehen habe. Und der ist ganz was Feines. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Er kommt aus der Stadt Blomberg und Blomberg ist eine Nelkenstadt. Und so fügt sich langsam alles zu dem, was wir hier sehen. Ihr seht den Rum ja auch schon unten. Und ich werde den jetzt hier mal größer ziehen. Da ist er und ich starte mal hier eine kleine Diashow. Und zwar seht ihr hier eine sehr schöne 500 ml Flasche, ein schwarzes Label und darauf könnt ihr lesen Ron Dianthus und zwar mit dem Beisatz Monteflorum. Wie kam es zu diesem Namen? Ganz einfach, Dianthus. Das ist die lateinische Bezeichnung für Nelke. Und Nelke, wie gesagt, der Rum kommt aus der Nelkenstadt Blomberg. Nelke ist hier Programm. Das heißt, der Name ist Programm. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie sowas mit einem Hauch Nelke gleich schmecken wird. Und Monteflorum heißt im Grunde übersetzt Blumenberg, also Blomberg, nämlich die Stadt. Das heißt, der ganze Rum ist eine Hommage an die Stadt und eine Hommage an die Stadt der Nelken. Ihr könnt auf dem Label sehen, ein ehrliches Produkt steht gleich ganz fett unter der Ron Dianthus Überschrift. Ein ehrliches Produkt und dann steht gleich darunter noch kein Zuckerzusatz, keine Farbstoffe. Das Ganze wird in Bourbonfässern in amerikanischer Weißeiche gelagert, kommt aus Barbados und wurde dann anschließend in Deutschland noch in PX-Sherryfässer nachgereift. Ganz was Edles und anschließend wurde es noch mit Nelke versetzt. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze mit Nelke schmeckt. Und während ich mir schon mal einschenke, schauen wir uns gemeinsam, ihr habt es ja eben schon gesehen, schauen wir uns aber nochmal das Label an. Ich finde das nämlich wirklich schick gemacht. Ich stehe ja auf so cleane, nicht überladene Labels, wobei nicht überladen, das ist hier halt sehr verschnörkelt. Mit nicht überladen meine ich aber auch farblich nicht so überladen, denn, und jetzt komme ich doch nochmal zurück, ihr seht hier auf der linken Seite oben einen Kraken, dann habt ihr sehr schön in alter Schrift in der Mitte das Ron Dianthus Monteflorum stehen und auf der rechten Seite eine Schatztruhe, ein Segelschiff. Das Ganze stimmt also so ein in die, na, ich sag mal, in die Schifffahrt, in die Seefahrt, in das Piratentum. Und da das Ganze, wie gesagt, farblich nicht so überladen ist, sondern halt tatsächlich nur so clean in Schwarz-Weiß gehalten ist, gefällt mir das tatsächlich sehr gut. Es gibt auch Labels, das hatte ich hier auch schon auf dem Kanal, die sind mega bunt, passt auch super. Aber ich finde das wirklich schön gemacht, vor allen Dingen auch mit dem schwarzen Holzkorken hier noch drauf. Das Ganze ist in Kunststoff versiegelt gewesen, also quasi durchsichtig. Man kann diesen schwarzen Korken von vornherein sehen. Und das ist wirklich sehr schön gemacht. Liebe, jetzt bin ich gespannt. Oh, das riecht aber, das riecht gut. Das riecht sehr gehaltvoll nach Trockenfrüchten und nach tropischer Frucht, aber auch nach so Gewürzen. Da ist ein bisschen Vanille dabei, da ist aber auch Tabak mit drin, finde ich. Und halt definitiv auch diese Nelke. Das hat im ersten Moment ein bisschen was weihnachtlich. Es fehlt aber so der andere Geruch, um es weihnachtlich zu machen. So dieses Koriander oder Zimt und so weiter. Das hat man hier nicht drin, sondern es riecht sehr interessant nach dieser trockenen Frucht mit aber diesem Aroma, das man im ersten Moment nicht zuordnen kann, das aber definitiv die Nelke ist.
Und das ist spannend. Gepaart mit so einem Vanilleduft. Genau, und diese Früchte, die ich da habe, man riecht halt tatsächlich den Sherry auch sehr deutlich raus. Das ist auch das, was mein Kopf da mit dieser Fruchtigkeit noch macht. Natürlich ist da auch der Sherry drin. Oh, das ist wirklich spannend. Holz und wie gesagt, noch so eine leichte, ich hätte fast gesagt, Schärfe beziehungsweise so eine Würze von Tabak. Aber um den zu erriechen, muss man halt wirklich so über diese Nelke hinweg oder hinter diese Nelke riechen. Die Nelke steht dem noch im Vordergrund. Prost. Und der ist. Der ist sehr smooth. Der läuft so über die Zunge in den Mund und stößt dabei nicht alkoholisch auf irgendwie. Der ist nicht aufdringlich. Der ist seicht und geht so seicht in den Mund, entwickelt dann einen Hauch von Vanille, deutliche Nelke, also die Nelke ist im Geschmack deutlich da, getragen von dieser Würze, von dieser Fruchtigkeit des Sherrys. Und das ist ganz spannend. Der Abgang ist sehr lange und wird also die Nelke ist immer noch präsent und wird ein bisschen bitter, also so eine Bittermandelnote im Abgang. Und trotzdem ist auch noch diese Fruchtigkeit des Sherrys auch jetzt immer noch da, während ich rede. Und die Nelke schwebt weiterhin über allem, aber nicht aufdringlich, sondern wirklich sehr, sehr smooth. Also sie ist immer präsent und gibt dem Ganzen so eine interessante Würze tatsächlich. Beim zweiten Mal riechen kommt eher das Holz heraus, finde ich. Das Holz und der Sherry. Und auch wieder eine Würze, wo man sich im ersten Moment fragt, Mensch, was ist das? Nelke. Und es bleibt sehr weich, es bleibt sehr geschmeidig im Mund. Die Aromen und der ganze Geschmack, der löst sich erst nach ein paar Sekunden sehr gemächlich, sehr angenehm im Mund auf quasi oder löst sich und kommt so an die Geschmacksknospen heran. Das ist wirklich sehr angenehm mit. Also auch jetzt beim zweiten Schluck einem Hauch von Vanille, einer leichten Holzigkeit. Der Sherry ist definitiv da und die Nelke schwebt über allem. Also wirklich eine sehr gelungene Mischung auf jeden Fall. Also Mischung im Sinne von diese Aromen. Sehr komplex und sehr lang anhalten tatsächlich. Also ich habe sie auch jetzt noch, den zweiten Schluck jetzt immer noch im Mund, immer noch im Geschmack, also wirklich sehr lang anhaltend, mit einer leichten Bitterheit, einer leichten Trockenheit tatsächlich nach hinten. Man schmeckt auf jeden Fall, dass er nicht nachgesüßt ist. Es ist kein Bonbonwasser oder ähnliches, sondern wirklich echter, realer Rum, der ja, handgemacht schmeckt, sozusagen. Ne? Das ist so das, was ich jetzt gerade noch überlegt habe. Ihr Lieben, das solltet ihr wirklich mal probieren, hier dieses Tröpfchen. Das ist wirklich was Feines aus einer kleinen Stadt, der Stadt der Nelken, wie gesagt. Und es ist der Nelkenrum vom Namen her. Man weiß es im ersten Moment nicht. Finde ich ganz cool, dass das so versteckt ist. Den solltet ihr euch auf jeden Fall mal zu Genüge führen, wenn ihr etwas Besonderes sucht. Etwas, was ihr Freunden zeigen wollt, die zwar schon irgendwie alles gesehen haben, also meinen alles gesehen zu haben. Und dann überrascht ihr hier mit diesem Rum. Ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert gerne den Kanal. Und wenn ihr das tut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf euch.
Bis dahin nüchtern bleiben. Prost.